Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, ihr seht es schon im Grund, wir haben heute das Team of the Week wieder am Start. Und ihr habt im Titel gelesen, es gibt mal wieder ein 7-Minute-Squad. Und zwar um einen Team of the Week Gleichspieler und um ein 2-Spieler-Pack, was wir öffnen werden. Dieses Team of the Week ist im Moment am Start. Ja, interessante Spieler dabei wie Jesus, Sterling, natürlich Fekir, Icardi und Thiago und was weiß ich für alles. De Gea natürlich noch auf der Bank. Zaha wäre auch cool. Und ich würde sagen, Leute, mal gucken, wen wir kriegen können. Das Spiel wird am Ende gegen Tim sein. Ja, ich habe ihn gefragt, ob er Bock hat. Er hat gesagt, ja klar, warum nicht. Und ich dachte mir, ja, warum nicht. Und deswegen spielen wir am Ende gegen Tim. Er ist jetzt gerade aber mir gemutet, dass er sich vom Team überraschen lässt. Ihr könntet ihn eh nicht hören, weil ich das aufnehmen kann irgendwie. Ist ja auch egal. Ich würde sagen, wir öffnen erstmal das 2-Spieler-Pack, um zu gucken, was da drin ist. Vielleicht ziehen wir endlich mal einen Bildschirmspieler daraus. Ewig her, seitdem ich den letzten da drin gezogen habe. Und es ist so lächerlich, Leute. Wenigstens über 80 oder was? Italien über 80, Torwart, Sirigu, nein, Consigli, 82, okay. Immer einen 82er, ist ja schon mal nicht schlecht. Kann ich auf jeden Fall irgendwie mit leben. Oh, und, okay, das ist sehr gut. Castro auch noch. Falls wir jetzt einen Torwart ziehen sollten, spielen wir um, also De Gea natürlich, ne? Dann spielen wir mit Castro und De Gea, ansonsten mit Consigli und dem Inform. Gucken wir jetzt erstmal, was wir für einen Inform kriegen, würde ich sagen. Wäre natürlich cool, einen nicen Inform hier zu bekommen. Jesus oder Sterling oder so, das wäre mega geil. Komm schon, EA, gib mir was Geiles. Spanien. Oh Gott, ja toll. Gut, es ist wenigstens insofern interessant, als dass wir die beiden irgendwie zusammen verlinken müssen. So, ihr wisst, wie ich meine. Er hat doch gute Werte eigentlich. 76 Tempo, 82 Dribbling, 77 Physis. Ja, sind jetzt auch nicht die Überwerte, aber es geht auf jeden Fall klar. Also werden wir um den Typen und um Consigli das Team bauen. Ja, gucken wir einfach mal. Ist halt auch nicht so schwer, leider. Komm, wir machen noch einen Spieler. Wir machen jetzt noch einen Spieler, Leute. Einfach, weil es so nicht sonderlich schwer ist. Das sollte man relativ einfach hinbekommen. Am Ende kriege ich es nicht hin und so, aber egal. Wir machen jetzt noch schnell ein Spielerpack hier. Kommt. Vielleicht nehmen wir den auch dann im Gegensatz zu Dingens da, zu Consigli. Mal gucken. Je nachdem, wie der Spieler ist. Hier natürlich keine türkische Liga oder so abgeben. Oder irgendeine Liga, die man sonst in der Challenge braucht. Russische Liga, schlag mich tot. Ja, genau. So, einfach alles weg. Premier League natürlich auch nicht um. Das mexikanische Liga zum Beispiel, das türkische Liga. Der ist was wert. Nehmen wir den. So. Fajr kann man auch easy abgeben. Ansonsten Nguyen können wir abgeben. Sturm nehmen wir Di Santo und Emenike. Und dann ist das auch so fertig hier. So. Weg damit. Und jetzt machen wir hier noch das eine Pack und dann gucken wir mal, wen wir hier ziehen. Genau. Gucken wir. Kommt schon, EA. Gibt nochmal einen nice Spieler her. Jo. Alles klar. Ja, sehr gelohnt. Auf jeden Fall. Nice, nice, nice. Unter 80 auch noch. Meier. Jawohl. Jawohl, Leute. Da kann ich auch genauso gut Castro einbauen, sind wir ehrlich. Okay. Ist jetzt egal. Wir bauen jetzt einfach erstmal um die beiden. Ich versuche dann noch einen weiteren Spieler einzubauen, den ich mir gerade in den Kopf gesetzt habe. Vielleicht Harry Kane. Ich versuche mal, um Harry Kane mit auch noch mit einzubauen. Erstmal gucken wir natürlich, was wir für eine Formation kriegen überhaupt. Stopp. Ja, okay. 4, 3, 1, 2. So, Leute. Dann versuchen wir jetzt einfach mal hier das Team zu bauen. Nur um die beiden erstmal. Vielleicht kriege ich ja noch Harry Kane mit rein. Mal gucken. Ich würde sagen, wir starten den Timer in 3, 2, 1 und go. So, der Timer ist gestartet. Erstmal müssen wir natürlich wegen dem Strongling für Consigli gucken. Ich denke mal, das ist so oder so klar. Dann müssen wir halt irgendeinen Sassuolo in Verteidiger nehmen, der natürlich kein Italiener ist. Und dann haben wir nur eine Variante und das ist Ledschard. Bitte sei nicht viel wert, bitte sei nicht. Er ist extinct. Really, EA. Muss ich halt irgendeinen Italiener nehmen aus der Calcio A. Ich habe übrigens nach Aufsteigen sortiert gerade. Warte mal, wenn die nach Aufsteigen waren, dann waren es die beiden schlechtesten, war sonst noch. Ich habe auf die hinteren beiden gar nicht geguckt. Acerbia, der ist halt auch Perfect Link. Okay. So, ist besser. Dann haben wir hier, ja, Astori ist besser als Rugani. Nehmen wir erstmal Astori hier rein. So, Leute. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir es weiter verlinken, natürlich. Genau. Das ist nämlich so schon gar nicht mal so einfach, wie ich gerade sehe, weil per NRW und so
ist halt nicht das Simpelste in der Formation, denke ich mal, also mit den Voraussetzungen hier. So, ihr Merendi, Prieto. Haben die irgendeinen anderen Mittelfeldspieler vielleicht? Ihr Merendi und Prieto. Alles klar. Habe ich einen Verein von beiden? Ihr Merendi, jawohl. Auch noch den höchstbewerteten ist sogar nicht groß. Alles klar. Na, ein bisschen Defending wenigstens. Können man da auf jeden Fall mal hinstellen. Und wir können jetzt natürlich, fällt mir gerade ein, mit einem spanischen ZM hier gehen. Gibt's nicht. Ein ZOM gibt's auf jeden Fall und das Valero. Das ist auch der einzige, wie es scheint. So, jetzt müssen wir hier aber natürlich dann einen italienischen Innenverteidiger von Inter haben, die einen. Wäre natürlich günstig. Ranocchia, okay. Den habe ich sogar im Verein. So, Leute, dann haben wir das schon mal fertig soweit. Leider kann ich jetzt nicht Dalbert nehmen. Der wäre ein richtig geiler Linksverteidiger aus der Serie A natürlich. Aber wir können Lukaku nehmen. Der passt auf jeden Fall rein. So, Leute, jetzt müssen wir hier mal gucken. Jetzt gehen wir hier natürlich über Weaklings, würde ich behaupten. Wir nehmen hier einen Spanier erstmal. Gucken wir, ob wir da einen vernünftigen haben, den wir irgendwie in der Liga verlinken können. Herrera wäre es cool. Nehme ich auch mal. So, Leute, dann nehmen wir hier natürlich noch einen spanischen Rechtsverteidiger, der in der Bundesliga in dem Fall spielt, Koke. Gibt es noch irgendeinen anderen interessanten, den man sich da kaufen kann? Nicht wirklich, Koke wäre auch der Erstbeste hier gewesen, der nicht in der Liga spielt. Oder zweite Liga noch dabei hier, nein. Okay, kommen wir in dem Koke mit rein. Haben wir nochmal die Bundesliga hier vertreten. Und dann würde ich sagen, Leute, sind wir schon so gut wie fast fertig hier. Genau. So, dann gehen wir jetzt hier in den Sturm natürlich. Ich habe gesagt, ich würde gerne Harry Kane einbauen und ich denke, ich werde das auch tun. So, dann nehmen wir hier Harry Kane mit rein. So, und dann gehen wir hier jetzt natürlich nochmal einen Stürmer, der ein bisschen rennen kann auf jeden Fall. Also das wäre auf jeden Fall mal eine nice Voraussetzung. Antonio geht halt nicht. Darf halt kein Engländer sein, ne? Das ist das Problem jetzt hier. Da gibt es auf jeden Fall diesen King, gibt es ja, von Watford. Glaube ich. Nein, Burnmouth. Okay. Oder Gray, aber der ist Engländer, also eher nicht. genau. Oder Musa halt, ne? Musa wäre auch nicht schlecht. Den würde ich auch mal gerne ausprobieren dieses Jahr. Gucken wir aber erstmal, wen Leicester City so als Zehner hat. Fällt mir jetzt im Spontan auch gar keiner ein weiter. So, haben sie nämlich auch gar keinen. So, Mittelfeld. Mahrez. Ja, die haben halt keinen einzigen Zehner. Das ist echt nicht normal, ne? Ich spiele halt ohne Zehner einfach. Okay. Den haben sie sonst noch im Sturm, Vardy halt, ne? Und Slimani. Ja, man könnte da Okazaki spielen, aber das ist auch nicht das Wahre, um ehrlich zu sein. Ja, Zeit ist alles in Ordnung. Burnmouth war der andere Feind. So, halt irgendein Zehner, der irgendwie was vernünftig ist, haben sie auch nicht, der kein Engländer ist halt. Stürmer, haben sie da irgendeinen, den man da im ZOM spielen könnte? Auch nicht, okay. Wir könnten natürlich auch mit England gehen. So. So, und dann halt Kane. Sag ich jetzt einfach mal als linken Stürmer nehmen. So, ZM. Ja, okay. Lallana vielleicht als Zehner. Könnte man machen auf jeden Fall. Stürmer, haben wir noch irgendeinen Stürmer, den man im ZOM spielen könnte, außer Antonio. Antonio, ich probiere es einfach mal. Ich gebe jetzt hier mal ein bisschen Coins für aus, kann ich dann wieder verkaufen. So, Antonio dann auf die 10 und dann nehmen wir halt irgendeinen random daneben, in dem Fall Musa, würde ich sagen. Habe ich Bock drauf. Ich will Musa mal ausprobieren dieses Jahr, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Und deswegen probieren wir mal Musa aus und damit ist das Team fertig, Leute. Es ist ein NLW, wir haben noch knapp 2 Minuten auf der Zeit gehabt, ein bisschen weniger. Passt, denke ich mal. Das erste Mal, dass wir es auch fertig bekommen haben, NLW in diesem Fall hier. Ihr seht es im Hintergrund. Und ja, ich würde sagen, ich baue das jetzt zusammen. Und dann spielen wir gleich gegen Tim und dann hole ich euch wieder rein. So Leute, das Team steht soweit. Wir wollten ja eigentlich gegen Tim spielen. Haben auch gerade angefangen aufzunehmen, aber das Spiel, das ging gar nicht von der Connection her. Er ist auch rausgegangen dann am Ende, nach ein paar Minuten schon. Und deswegen zeige ich euch das auch nicht, lohnt sich ja nicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt ein Ligaspiel in Liga 6. Mit diesem Team halt, suchen jetzt den Gegner und ja, ich hole euch dann bei seinem Team wieder rein. So Leute, der Gegner wurde dann gefunden. Wir haben ein Premier League Team in einer Dreierkette mit Izquierdo und Zaha auf den Außen im Sturm, Jesus und Gray. Also viel Pace auf jeden Fall. Lanzini, Zehner, ZDM sind Dembele
und Gouye. Die Verteidigung ist auch sehr schnell mit Keane, Sanchez und Rüdiger, alle über 70 Pace und im Tor den Schmeichel. Also ein BPL-Team in der Dreierkette sieht man nicht allzu oft, bin ich ganz ehrlich. Also es ist das erste Mal, glaube ich, dass ich gegen eine Dreierkette spiele, geführt auf jeden Fall. Ich würde sagen, also abgesehen vom Draft natürlich, wo das halt manchmal auch nicht vermeidbar ist unbedingt, aber ich würde sagen, Leute, das darf man nicht unterschätzen. Defensiv kann er trotzdem mega gut sein, natürlich. Wir starten rein und hören uns bei der ersten Aktion wieder. Und Kane ist da und macht das 1-0 nach der Flanke. Ich glaube, von Musa war es sogar, der den Ball in die Mitte bringt. Und Kane macht den dann natürlich rein. Er geht da ganz allein zum Ball sogar. Also kein Verteidiger geht mit. Schießt ihn dann mit links ab, frei vor Schmeichel. Der lässt ihm keine Chance auf jeden Fall. Und so kann man auf jeden Fall mal in Führung gehen, Leute, würde ich sagen. Durch unseren Starspieler, würde ich sagen. Harry Kane, der jetzt ein Spiel ohne Scorer schon mal leider auf dem Buckel hat, dank der, dank dem Spiel eben gegen Tim leider. Kann Tim ja auch nichts gegen machen, ist dann halt bitter. So, jetzt muss ich aber natürlich mit ihm die Statistik so ein bisschen rausholen hier natürlich. Der kann ruhig mal ein bisschen scoren und der Gegner steht einfach mega defensiv, ihr seht es gerade. Der kommt gar nicht hinten raus, nur seine Stürmer sind vorne. Ich hoffe, das ändert sich ein bisschen dadurch, dass er halt jetzt vielleicht mal eine Weile lang hinten liegt. Also ich hoffe natürlich, dass wir eine Weile lang führen hier. Dass er dadurch vielleicht ein bisschen rauskommt und das ein bisschen erträglicher würde. Ich meine, so ist es jetzt auch nicht so schwer dagegen zu spielen, um ehrlich zu sein. Weil so krass verteidigen tut er halt auch nicht. Und deswegen, also mit ein paar Pässen, dann kommt man ganz gut rum im Strafraum und irgendwann hat er halt auch die Lücken denn da. Kommt jetzt auch nicht so krass nach vorne dadurch natürlich. Also ja, trotzdem wäre es interessanter, wenn er ein bisschen offensiver spielen würde. Und da ist das zweite Tor für Harry Kane, alles klar. Zwar auch ein bisschen lächerlich natürlich, was ein Keeper dann macht, aber der Kopfball aufs kurze Eck ist halt aus dieser Position unhaltbar, vielleicht sogar für FIFA-Torhüter, keine Ahnung. Ist halt nicht einfach auf jeden Fall. Und ja, macht er gut, der Kane, der setzt sich da schön durch, gegen zwei Spieler sogar. Nice, nice, nice auf jeden Fall. Schöne Ecke auch von Valero natürlich. Gegen Keane setzt er sich durch, Schmeichel kriegt ihn noch ab, lenkt ihn an die Latte und dann geht er halt rein. Und das ist der Doppelpack für Harry Kane, Leute. Nice auf jeden Fall. Kann auch gerne so weitergehen, jetzt liegt er 2-0 hinten. Natürlich nach dem Anstoß hier wieder aufpassen. Und die erste Chance für unseren Gegner, aber Consigli hält den Ball fest. Der Gegner schießt dann auch im Endeffekt zu spät. Hat er zu lange gewartet mit dem Ball. Aber jetzt können wir natürlich wieder nach vorne kommen dadurch. Und Kane nochmal wird gehalten von Schmeichel, aber dann staubte Musa einfach ab. Und ich denke, Leute, das ist dann einfach auch der Rage Quit. Würde ich mal behaupten hier. Nice auf jeden Fall. 3-0 nach 43 Minuten in dem Sinne. Ja, bye bye, oder was? Na? Vielleicht auch nicht. Wäre mir auch gar nicht so unlieb, wenn er noch drin bleiben würde, weil jetzt nicht gerade Bock gegen ihn zu spielen irgendwie. Vielleicht stellt er auch um. Hoffe ich jedenfalls. Also ich will jetzt auch nicht unbedingt noch ein Spiel anfangen und ich weiß nicht, ob das reicht von der Länge her so. Ich würde sagen, er macht weiter. Scheint Event so und wir starten rein. Obwohl ist er ja eh gleich Halbzeit, aber mal gucken, vielleicht passiert ja vorher nochmal was. Stark von Kane, lässt ihn erst durch, lässt dann den nächsten Gegner aussteigen und macht dann mit dem schwachen Linken das 4-0 rein. Nochmal vor der Halbzeitpause. Ich hab's euch gesagt, vielleicht passiert nochmal was. 4-0. Nice. Nice, nice, nice. Kane mit dem Hattrick in der ersten Halbzeit. Nice auf jeden Fall. Sag ich jetzt zum vierten Mal hintereinander oder was? Keine Ahnung. Who cares? Ist halt nice. Weil er sich gut spielen lässt und das freut mich. Bin ich zufrieden, dass ich ihn gemacht habe. Jetzt brauche ich halt nur noch ein Team um Kane. Was nicht so einfach, aber bis jetzt, Statistik kurz nochmal sehen hier, 8-1 Schüsse, 65% Ballbesitz, ich denke, ja, die 4-0 Führung geht irgendwo in Ordnung, ja, mal gucken, ob wir so weitermachen können. Ach scheiße, ich hätte nochmal gucken können, ob er umgestellt hat oder wie er umgestellt hat, wäre nochmal ganz interessant gewesen, denke ich mal, aber ist jetzt auch egal. Und da kommt er mal durch mit dem Pass über die Außen. Da fehlt halt unser Rechtsverteidiger, weil ich den nach vorne mitgeholt habe. Gut von Consigli, auch gut von Lukaku dann am Ende. Und dann landet der Ball wieder in den Armen von Consigli. Ja, das war auch ein bisschen lucky halt, dass der da nicht mehr draus gemacht hat aus seiner Situation. Also gut von Consigli, wie gesagt. Hat er gut gehalten auf jeden Fall.
Ja, seine erste Chance. Also seine erste richtige Chance. So, wir sind jetzt schon tief in der zweiten Halbzeit und es ist einfach nicht mehr sehr viel passiert hier. Man muss sagen, er hat sich so ein bisschen in die Partie zurückgekämpft, also jetzt nicht chancentechnisch, also da kam jetzt auch nichts bei rum, so wie, das war eine Flanke, kein Schuss, da kam jetzt nicht wirklich was bei rum, aber er hat halt mich von seinem Strafraum mehr weggehalten als in der ersten Halbzeit und das macht dann halt auch gut, und aber scheint so, als ob er nicht mehr umgestellt hätte, also so sieht es auf jeden Fall im Moment aus. Jetzt mal Kane wieder am Ball. Mann. Ja, also er macht es ein bisschen besser auch, aber er hat jetzt auch noch keine weitere Chance gehabt, außer jetzt vielleicht scheinbar nochmal, nein. Gut, vom Verteidiger ist der Inform, glaube ich, gewesen. Ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf. War halt irgend so ein random Inform, habe ich mir jetzt nicht so groß angeguckt, natürlich. Gute Werte hat er trotzdem gehabt und jetzt kommen wir da leider nicht durch mit zwei, drei schnellen Pässen und dann den Hacke zu Hacke versucht, aber hat er gut verteidigt dann in der letzten Aktion nochmal. Und Kane nochmal mit der Schusschance, aber genau auf Schmeichel. Ja, kaum sage ich es mal, dass er ein bisschen uns vom Schießen abhält, kommen wir mal ein bisschen besser nach vorne durch. Und jetzt er wieder über den Flügel mit Zaha. Spielt er zurück, das war mir klar. Und Ranocchia ist dann halt auch da. Das war ein bisschen zu obvious. Stark von Musa, Hacke zu Hacke, wir kommen vorbei. Legen den durch auf Antonio. Ah, der kommt nicht mehr ganz ran. Also er kriegt den Ball halt nicht am Keeper vorbei, der sich da gut reinlegt. Ist aber, denke ich mal, gut gespielt einfach. Und das ist dann ein Foul und gibt wahrscheinlich sogar Rot. Oder? Also, keine Ahnung, scheinbar gibt es gar keine Karte, ist auch okay. Ich hätte jetzt gedacht, weil er vielleicht durch gewesen wäre, wobei es nicht mal so safe wäre, dass er da durchgekommen wäre. Aber okay, dann passt es ja. Wir haben ja eh keine Rote gekriegt, wir haben nicht mal eine Gelbe gekriegt. Also, ja, okay. Gelbe hätte er wenigstens geben können eigentlich, aber ist mir auch egal. Ist ja nur zu meinem Guten hier, Valero, ihr wird das Kopfballduell natürlich. So. Jetzt wieder nach vorne irgendwie. Foul. Schon 87, so. Krass. Wie schnell das hier vergangen ist in der zweiten Halbzeit, ohne dass wirklich was passiert ist, wie gesagt. Also schon echt krass geworden hier. Aber man muss ihn mir auch lassen, er ist ja drin geblieben. Auch in der ersten Halbzeit hat er schon 4-0 hinten gelegen. Jetzt kommt das 5-0 hoffentlich. Herrera leider nicht mit dem Tor hier. Gut gehalten von seinem Schmeichel da an der Stelle. Jetzt wieder über Kane. So, sichern wir uns mal den Ball. Doppelpass wieder auf Antonio, der auf Herrera, der auf Kane im Strafraum. Und Herrera staubt ab. Ja, irgendwann muss das nochmal passieren jetzt hier. Er hat uns sehr wieder zurückkommen lassen in die Partie. Also er hat uns viel mehr Platz gegeben, wieder da vorne Pässe zu spielen, zu kombinieren und. Und dann ist es zwar auch irgendwo lucky vielleicht, aber den hätte auch Kane vielleicht schon reinmachen können mit dem Schuss. Aber Herrera staubt dann halt einfach ab. Und macht das 5-0. Wie gesagt, Respekt an ihm, er ist ja nicht rausgegangen. Nach der ersten Halbzeit schon 4-0 hinten gelegen und trotzdem drin geblieben. Hat sich reingekämpft uns so ein bisschen. Zwar keine großen Chancen mehr weiter rausgespielt, außer die, die ich euch gezeigt habe. Aber ja, er hat halt gekämpft und das muss man hier auf jeden Fall hoch anrechnen. Hat gut, also für uns lief es ja ganz gut. Offensiv technisch Kane mit 3 Toren mit der 10,0 in seinem ersten richtigen Spiel. 2 Vorlagen für Antonio und Musa jeweils. Nice. Kann man das sich auf jeden Fall angucken, denke ich mal. 12 zu 2 Schüsse, 61 zu 39 Ballbesitz. Ja, ich denke, es ist klar, dass wir der deutlich bessere Spieler mit dem deutlich besseren Team waren. Und damit holen wir zum ersten Mal 3 Punkte in dieser Liga. Davor einmal unentschieden und einmal eine Niederlage. Who cares? Liga ist mir relativ egal. Ich würde sagen, Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Like und einen Kommentar da. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein.